Pfiff des Schiedsrichters. Jero Klose. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Fans, sie werden ironisch. Dieser Fehltritt wird jedenfalls mit lautstarker Schadenfreude quittiert. Tja, da machen sie dem Spieler das Leben wirklich schwer. Vielleicht wollen sie ihn auch ein bisschen verunsichern. Groß. Wenn er im Mittelfeld an den Ball kommt, dann wird es bald gefährlich. Toni Groß. Steht goldrichtig. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Ja, da kommt was auf uns zu. Die Möglichkeit. Na, da hat nicht viel gefehlt. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Ja, da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Der ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball gehen. Gretel! Und er verzieht. Und wieder mal eine Chance leichtsinnig liegen gelassen. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt.
Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Da bieten sich einige Mitspieler im Strafraum an und warten auf die Flanke. Muss es doch mal Wumm machen. Als Trainer da draußen wirst du verrückt, wenn du siehst, was deine Jungs mit den Chancen machen. Mesut Özil jetzt. Der landet irgendwo in nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Es wird nochmal gewechselt in dieser zweiten Halbzeit, in der sie bis jetzt keinen guten Eindruck gemacht hat. Eine Auswechslung soll den Umschwung bringen. Mesut Özil jetzt. Schweinsteiger. Gomez.
wichtig, dass sie hier geklärt haben. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Marco Reus. Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen.